Ich bin die Rotbuche. Ich bin ein heimischer Laubbaum aus der Familie der Buchengewächse. In der Umgangssprache werde ich gewöhnlich als Buche bezeichnet. Der Namensteil Rot bezieht sich auf die leicht rötliche Färbung des Holzes oder auch von der rot-orangen Farbe der Blätter im Herbst. Ich bin die häufigste Laubbaumart in Deutschland und der Schweiz und bin europaweit verbreitet. Ich bevorzuge nährstoffreiche Sand- und Lehmböden und mag kühlfeuchtes Wetter. Ich kann bis zu 30, manchmal sogar 45 Meter hoch werden und werde meistens 250 bis 300 Jahre alt. Ich blühe und fruchte in einem Alter von 30 bis 200 Jahren. Anfangs ist meine Rinde dunkelgrün bis schwarz und wird nach einigen Wochen hellgrau. Meine eiförmigen Laubblätter sind vorne zugespitzt und der Blattrand ist leicht gezähnt und seidig behaart. Sie sind im Sommer dunkelgrün und werden im Herbst orange bis rotbraun. Da meine Blätter essbar sind und als entzündungshemmend gelten, wurden sie früher bei Zahnfleischproblemen zerkaut oder bei Geschwüren als Wundauflagen genutzt. Der Laubaustrieb findet von Ende April bis Anfang Mai statt. Zwischen März und April treibe ich mit neuer Kraft meine Knospen aus. Gleichzeitig mit dem Blattaustrieb erscheinen meine Blüten. In ihrer halbkugeligen Hülle befinden sich zwei Blüten, die einhäusig verteilt sind. Der Reifezeitpunkt meiner Früchte ist ab September. Meine Früchte heißen Bucheckern. In ihrer dunkelbraunen und stacheligen Hülle befinden sich 2 bis 4 Nussfrüchte. Im 19. Jahrhundert wurde aus meinen Früchten Öl gepresst, das trotz ihrer leichten Giftigkeit zum Kochen und als Lampenöl Verwendung fand. Mein Stamm kann bis zu 2 Meter breit werden. Das Holz wird in der Bau- und Möbelindustrie verwendet und eignet sich auch gut als Kaminholz oder zum Grillen. Übrigens, wusstest du schon, dass ich 1990 Baum des Jahres in Deutschland und 2014 in Österreich war? Ich hoffe, wenn du nächstes Mal spazieren gehst, erkennst du mich und weißt nun mehr über mich. Bis bald.